Hessen TV. Hallo liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen hier in Rüdesheim am Rhein mit Rheingau TV. Wie man unschwer erkennen kann, das hier hinter mir ist die La Paloma und die ist restlos ausgebucht bis auf den letzten Platz, denn heute ist Rhein in Flammen. Das heißt, der ganze Abend steht im Zeichen des Feuerwerks und wir haben es noch geschafft, einen Platz zu bekommen und schicken Ihnen die besten Bilder und Impressionen von Rhein in Flammen. Dann mal los! Mein Name ist Daniel Mikacic und wir sind heute unterwegs für Hessen TV hier an der Burg Klopp im schönen Bingen. Und ich bin jetzt hier mit Christian Wirsch. Guten Abend. Guten Abend. Seit wann erleuchtest du die Nacht hier bei Rhein in Flammen? Das ist mein drittes Mal hier in Bingen und seit 10 Jahren insgesamt in der Firma. Wie groß ist die Anspannung vor so einem Event? Die ist natürlich groß, aber wir verlassen uns auf unser Können und auf die super Technik, die mir uns immer zur Verfügung steht. Und dann wird alles klappen. Was wäre denn das Schlimmste, was heute Abend passieren könnte? Regen, Regen, Regen. Das wäre nicht gut für die Zuschauer. Ansonsten für uns, unsere Technik steht. Da verlassen wir uns drauf und da wird schon passen. Womit wir beim Thema Wetter wären, wie sind denn so die Prognosen? Also laut Wetterradar kriegen wir heute keinen Regen mehr. Alles klar, vielen Dank. Dann freuen wir uns schon auf das Feuerwerk. Viel Spaß. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu Rhein in Flammen. Mein Name ist Carmen Dethoff von Taunus TV. Ich befinde mich hier auf der MS Rhenus Richtung Rüdesheim. Rhein in Flammen ist eines der größten und aufwendigsten Feuerwerke im hessischen Rheinabschnitt. Ich gebe jetzt ab an meine Kollegin Eva Engel und den Kapitän werden wir gleich auch noch interviewen. Danke Carmen. Ich sehe schon, die ersten Weinflaschen werden bestellt. Ich glaube, das wird ein sehr lustiger Abend hier. Das Wetter stimmt auch, Kaiserwetter am Rhein. Und wir wollen mal sehen, was das für ein Abend wird. Viele Bilder, viele. Ich bin schon ganz gespannt aufs Feuerwerk und gebe wieder zurück an dich. Danke. Ich stehe jetzt hier auf der Brücke mit dem Kapitän, Herrn Jürgen Billmeier. Und wir werden ihm jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Herr Billmeier, darf man jetzt einfach so stören, während Sie hier gerade am Schiff lenken sind? Ja, das ist eigentlich im Prinzip kein Problem. Es ist aber nicht so, dass alles hier von alleine läuft. Sie müssen schon einige Knöpfe hier betätigen. Ja, selbstverständlich. Also von der nautigen Seite her muss ständig jemand hier oben sein, der das Schiff führen kann. Und man muss natürlich da sehr aufpassen. Und können Sie uns etwas zu dem Schiff erzählen? Wie viel PS hat dieses Schiff? Ja, unser Fahrgastschiff Rhenus ist 60 Meter lang, 12 Meter breit, hat 2x500 PS. Auf dieses Schiff passen 600 Fahrgäste und bei der heutigen Veranstaltung haben wir 400 Gäste an Bord. Und sind es nur deutsche Gäste oder kommen die auch aus dem Ausland angereist für diese Veranstaltung? Das sind nicht nur deutsche Gäste. Wir haben Dänen, Belgier, Niederländer, aber auch Franzosen aus ganzen europäischen Ländern. Und was bedeutet diese Veranstaltung jetzt für Sie? Das ist natürlich wahrscheinlich mal so ein Highlight zum sonstigen Tagesgeschäft. Mittlerweile haben wir hier 7 bis 8 Veranstaltungen dieser Art im Jahr. Und es ist natürlich immer eine große Herausforderung bei so vielen Schiffen. Heute Abend fahren 50 Fahrgastschiffe mit in sehr engen Raum. Und dann muss man schon besonderste Obacht geben. Okay, dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch und lasse Sie wieder in Ruhe weiterfahren. Vielen Dank. Wir sitzen jetzt in der Seilbahn in dem wunderschönen Rüdesheim auf dem Weg hoch zum Niederweltdenkmal und suchen uns dort einen schönen Ausblick, um das spektakuläre Rhein in Flammen Feuerwerk zu genießen. Bis dahin genieße ich einfach die Aussicht. Musik.
Was erwarten Sie sich von dem Abend? Ja, ich lasse mich überraschen, möchte man sagen. Man erkennt es ja nur aus dem Fernsehen und nicht live zu erleben, ist schon was Schönes. Die Aussicht, die Atmosphäre, an für sich alles. Und wunderschönes Wetter und Stimmung ist gut. Die Landschaft ist schön, das Wetter ist gut. Ganz wunderschön. Besser kann es nicht sein, ne? Genau. Wie groß ist die Vorfreude aufs Feuerwerk? Sehr groß. Mein Mann hat mir schon versprochen, bevor wir verheiratet waren, einmal machen wir das. Er lebt seit 10 Jahren nicht mehr und jetzt wird es endlich wahr. Jetzt haben wir es meine Kinder geschenkt zum Geburtstag. Wo kommen Sie her? Aus Österreich, aus der Steiermark. Ach, aus Bruck an der Mur, das ist das Zentrum Mitteleuropas. Wie schmeckt Ihnen denn der Wein auf der MS Paloma? Ausgezeichnet. Es gibt keinen besseren als wie der Rheinriesling Trocken Scholle. Ich glaube, ich habe den schönsten Job der Welt. Ja, glücklicherweise sind wir auf einem der Schiffe, die bis zum Loreleifelsen fahren. Und der Kapitän wendet gerade und dann fahren wir zurück. Und jetzt müsste man hinter mir ihn schon sehen. Und singt ein Lied dabei. Wir haben nun hier traumhaftes Wetter und es reihen sich auch schon einige Schiffe ein für den Konvoi Richtung Rüdesheim. Und wir fiebern dann natürlich schon dem ersten Feuerwerk entgegen. Wir nutzen jetzt mal die Zeit und sind hier mit Karl Ottes am wunderschönen Niederweltdenkmal und warten schon ganz gespannt auf das Feuerwerk. Herr Ottes, was gibt es für aktuelle Themen zum Niederwalddenkmal? Zum Niederwalddenkmal, wir stehen ja jetzt momentan an einer Baustelle, wie Sie sehen. Leider Gottes ist das Niederwalddenkmal etwas verhüllt, aber heute treibt uns um. Wir feiern 10 Jahre Welterbe hier im Rheintal und heute ist das jährliche Feuerwerk. Dass natürlich wieder Tausende von Besuchern hier nach Rüdesheim, aber ins Rheintal speziell zieht und wir freuen uns über diesen wunderschönen Tag. Was muss man denn dafür tun, um als Weltkulturerbe anerkannt zu werden? Welche Schritte sind da notwendig? Das ist ein langer Prozess, bis es zu UNESCO in die einzelnen Gremien dann kommt, wird Verschiedenes vorgeprüft und das Ganze ist natürlich ein dauernder Prozess. Wir müssen hier dem Welterbe gerecht werden und an dem Thema sind wir ständig dran. Dann herzlichen Glückwunsch nochmal zum 10-jährigen Jubiläum und recht herzlichen Dank für das Interview. Und einen schönen Abend vor allem. Herzlichen Dank, wir freuen uns auf das Feuerwerk. Jetzt schauen wir doch mal, was die Carmen auf der MS Remus macht. Hallo Carmen! Ja, Daniel, das sieht ja schon sehr gut aus bei euch da oben am Niederwalddenkmal. Viele Menschen, die auf das Feuerwerk warten, so wie wir hier auch. Ich denke, das verspricht eine sehr gute Party zu werden. Das Begrüßungsfeuerwerk erlebt. Wir machen uns nun weiter auf Richtung Rüdesheim und sind total gespannt, was uns noch erwartet. Das war schon alles sehr beeindruckend. Carmen Detto für Sie, Taunus, ganz nah.
In Rüdesheim angekommen, erleben wir hier nun das Abschlussfeuerwerk aus den Weinbergen. Ich bin wirklich total beeindruckt von dem, was ich bisher erleben durfte. 17.500 Menschen auf den Schiffen verteilt. Insgesamt 300.000 Besucher, schätzt man, die hier auch am Ufer feiern. Und wir werden jetzt einfach noch mal schauen, was hier so passiert. Ich hatte heute einen super schönen Tag am Niederwalddenkmal in Rüdesheim. Tolle Atmosphäre, reinen Flammen, das Feuerwerk von hier oben zu genießen, Party, einfach alles perfekt. Tja, und ich durfte den Rheingau heute mal aus ganz anderer Perspektive betrachten. Auf der MS La Paloma mitfahren zu dürfen, dieses Riesenerlebnis, es war perfekt durchorganisiert und dann das gigantische Feuerwerk vom Schiff aus zu sehen, ein Riesenerlebnis. Wir hatten 400 Gäste auf unserem großen Schiff, die an Deck standen und das Feuerwerk bestaunt haben. Und natürlich zahlreiche Gäste am Ufer. Also ich war sehr beeindruckt und ich glaube, ich komme auch wieder nächstes Jahr. Ich auch. Und du? Ich bin auch mit dabei. Mit Sicherheit. Hessen TV zu Hause sehen. Zu Hause sehen. In Kürze täglich.